Ich bin der Philipp und ich habe 5 von meinen Kumpels überredet, mir die Allgäu Orient Rallye zu fahren. Und mein Name ist Julian Kleinknecht, ich bin Mitglied im Team The Madcaps. Wir haben einmal 2 Philipps in unserem Team. Der eine ist unser Mechaniker, der andere Philipp ist unser Fotoexperte. Dann haben wir noch den Alex dabei, der ist unser Filmer. Ja, dann haben wir noch die Bina und die Caro im Team. Ich bin die Bina, das ist die Caro und wir beide waren in unserem Team für Social Media, Kontakt zu anderen Teams, Blogschreiben zuständig. Ganz jetzt so angefangen, ich habe mich während der Klausurenphase in einem verzweifelten Moment bei der Orient Rallye auf die Warteliste geschrieben und hätte eigentlich nie gedacht, dass wir noch nachrücken, weil wir auf Wartelistenplatz Nummer 40 waren. Ich bin zum Team Madcaps gekommen, weil die Chance bekommt man einmal im Leben und die habe ich natürlich genutzt. Die Spielregeln der Rallye sind eigentlich relativ einfach. Man darf keine Autobahn benutzen, man darf kein Navigationssystem benutzen. Keine Mautstraßen und keine teuren Hotels und so weiter. Aber am Ende, glaube ich, muss auch das Team für sich die Regeln festlegen, weil das ist doch das eigene Abenteuer, um das es geht. Und da haben wir uns klare Regeln gesetzt. Also unsere Route hat begonnen in dem wunderschönen Oberstaufen im Allgäu. Eine der ersten Aufgaben war, dass wir das Roadbook ergattern müssen, und zwar auf irgendeinem Berg im Allgäu. Also mussten wir mit der Seilbahn rauffahren, ein Lied singen, damit wir dieses Roadbook bekommen. Ja, haben wir natürlich super gemeistert. Ja. Ganz am Anfang haben der Philipp, unser Mechaniker und ich uns viele Gedanken gemacht, haben mit vielen Leuten geredet, welche Autos wir fahren am besten. Irgendwann hat sich der W124 absolut herauskristallisiert, weil er absolut robust ist, weil er unglaublich viel Stauraum hat und weil die Technik noch wahnsinnig einfach ist. Also da kann man wirklich alles selber machen. Es ist halt kein Rennauto, es ist halt ein Straßenauto, was aber auch wiederum gut ist, weil wir halt viel Komfort haben. Man hockt anders drinnen, man hat auch ein Radio noch, wenn es ist. Es ging dann über Österreich, durch die Alpen nach Slowenien. Da sind wir nur kurz durchgefahren und kamen nach Kroatien. In Bosnien hatten wir die erste Panne, da war gleich jemand zur Stelle, der uns helfen konnte. Genau. Da haben wir dann gleich die Mechaniker zu einer Würstelsause eingeladen. Genau. Und somit eine Rallye-Aufgabe erledigt und die waren auch ganz glücklich. Genau. Dann kam auch schon Montenegro, wo es wirklich wunderschön war, aber wir sind nur kurz durchgefahren. Einmal noch in Griechenland ist dann das Lüfterrad abgefallen von einem. Wir haben das Fahrzeug dann kurz abkühlen lassen und sind dann eigentlich nicht mehr Stadtverkehr gefahren bis Istanbul, konnten dann dort am Abend den Klimakühler ausbauen und hatten somit den Lüfter vom Klimakühler übrig. Den haben wir dann halt umfunktioniert als Lüfter für den Wasserkühler. Mussten den natürlich nur irgendwie ansteuern, hatten aber keine passenden Kabel dabei. Deswegen haben wir einfach normales Steckdosenkabel aus dem Haushalt genommen. 2 Phasen davon verwendet für das Lüfterrad. Haben auch jetzt in der Motorhaube oben schaut schon die beiden Kabel raus. So dass wir, wenn er warm wird, einfach bloß den Stecker zusammenstecken müssen und schon funktioniert es mit dem Kühlen wieder von dem Fahrzeug. Ja, die Teile liegen hier halt auch noch überall rum, weil die Leute diese Autos als Alltagsfahrzeuge fahren. Die Teile sind super einfach auszutauschen, super einfach zu reparieren. Wir sind absolut begeistert, alle von den Fahrzeugen. Nächstes Land war dann die Türkei, wo wir wirklich länger waren, weil wir wirklich einmal quer durchgefahren sind. Also mein Lieblingsereignis, was mir spontan einfällt, ist eigentlich, wo wir über die Bosporusbrücke in Istanbul gefahren sind und wir zwar jetzt zum Beispiel auf dem Dach gesessen sind und es total windig war. Ich hoffe, man sieht auf den GoPro-Videos nicht, dass wir ein bisschen Schiss hatten.
bis Istanbul ist man eigentlich noch so ein bisschen Gegner. Und dann ja, hilft man sich gegenseitig, wenn einer ein Problem hat. Es gibt Teams, mit denen kommt man richtig gut aus, mit denen trifft man sich abends, hockt zusammen. Denen hilft man dann natürlich auch sehr gerne und bekommt auch Hilfe von denen natürlich. Ankara hatten wir einen Start im Le Mans-Stil, dass quasi alle Fahrzeuge auf der einen Straßenseite stehen, aufgereiht, und alle Fahrer und Beifahrer auf der anderen Straßenseite. Und bei einem Signal laufen eben die Fahrer und Beifahrer über die Strecke, springen in die Autos, starten die Autos und fahren dann los. Das haben wir auch ganz gut hinbekommen. Philipp und ich haben mit zwei Fahrzeugen jeweils Platz 1 und Platz 2 belegt. An der Schwarzmeerküste haben wir eine Nacht direkt am Meer am Strand geschlafen. Wir haben uns einfach drei Autos auf den Strand gefahren, geparkt, unser Camp aufgebaut, Stühle raus und einen Grill aufgebaut und alles. Haben dann eine Nacht gepennt und am nächsten Tag hat sich so ein älterer Herr komplett bekleidet, also wirklich warm angezogen, obwohl es 25, 30 Grad hatte, so 100 Meter entfernt von unserem Camp an den Strand hingelegt. Und nach 3-4 Stunden irgendwann ist er zu uns gekommen, hat seine Jacke über den Stuhl gehängt und hat gemeint, er holt jetzt Essen für uns. Eine halbe Stunde später hat der Mensch unglaublich aufgetischt, hat den besten Lachs mitgebracht, den ich je gegessen habe. Wir schwärmen immer noch davon. Und ja, mit dem haben wir dann den restlichen Tag verbracht. Er konnte 5 Wörter Englisch und es hat aber irgendwie gereicht, um sich zu verständigen. Für mich war eines der schönsten Erlebnisse und eines der schönsten Tage eigentlich die Fahrt durch den kleinen Kaukasus in Georgien. Wir sind dann von Tiflis zurück in die Türkei gefahren an einem Tag und es ging ständig durch Berglandschaften und es war wunderbares Wetter und das war eigentlich mit das tollste Erlebnis. Also jetzt gerade am Ende hat man definitiv gemerkt, dass ein Hinterradantrieb auf den ganzen schönen Schotterpisten hier ein Traum ist. Es macht super viel Spaß, auch nicht nur gerade durch die Kurven zu fahren, sondern mal ein bisschen hin und her zu driften. Diese lockere Art zu reisen war für mich so das tollste Erlebnis eigentlich. Vermisst habe ich ehrlich gesagt wenig. Die Autos waren super komfortabel, was Schlafen angeht. Wir haben uns ja unsere eigenen Betten reingebaut, hatten eine 1,20 Meter Matratze in jedem Auto im Kofferraum. Also wir haben letztens schon drüber gesprochen, wir freuen uns eigentlich gar nicht wirklich auf zu Hause. Ich werde mein Mercedes vermissen, weil er uns 3 super tolle Wochen beschert hat und wir wahnsinnig viel Spaß damit hatten. War ein tolles Erlebnis. Die deutsche Qualität hat uns an der Stelle sehr weit gebracht und Mercedes sind stabile Autos. Die sehen zwar jetzt nicht mehr ganz so neu aus wie am Anfang, aber die haben uns bis ans Ziel gebracht und das war sehr, sehr hilfreich. Funktioniert einfach. Mercedes-Benz. The best or nothing.